Ein direkter Vergleich zwischen dem altbekannten Dampfdrache 22170 oder aber der neuen Variante, dem Dampfdrache 23150 in der Family Edition in Rot. Viel Spaß beim Video. Einige von euch werden mein Review zu dem hier und zu dem bereits gesehen haben. Und ich habe ja gesagt, ich werde noch einen direkten Vergleich zwischen großem und kleinem Bruder machen. Der weiße, wer das nicht weiß, ist die größere Variante und der rote ist die günstigere Variante. Und ich wollte jetzt noch speziell darauf eingehen, wie sind die denn technischen Daten unterschiedlich? Da habe ich mir nämlich einige Sachen rausgesucht und genauso werden wir dann auch einen direkten Vergleich zwischen den beiden machen. Also wir haben ja einmal, und das kann man ja direkt hier vorne schon mal so ein bisschen erkennen, der Unterschied, das Kabel oder der Schlauch ist hier bei dem großen Bruder 3,20 Meter lang und bei dem kleinen ist es 2,70 Meter lang, also 50 cm kürzer. Wundert euch nicht, im Hintergrund läuft der Boiler von dem Weißen hoch, damit wir auch gleich direkt loslegen können. Und da ist nämlich auch direkt der passende Punkt. Der kleine hat 5 Bar durch die RDS-Technik gefüllt, liegt das bei 7 Bar und der größere hat 7,2 Bar und durch die RDS-Technik gefüllt hat der 9 bis 10 Bar. Ein weiterer Unterschied, und dazu passend läuft jetzt gerade hier der Boiler, statt 170 Grad, wie bei dem hier, hat der kleine nur in Anführungsstrichen 150 Grad in der Kesseltemperatur. Außerdem besteht ein kleiner Unterschied im Zubehör, das direkt im Standardpaket dabei ist, ist für meinen Geschmack aber bei dem kleinen absolut ausreichend und in Ordnung und dementsprechend hat man natürlich auch einen deutlichen Preisunterschied, so dass der kleine nochmal deutlich günstiger ist. Mit meinem Gutscheincode 300SMITU ist unterhalb verlinkt, bekommt dann auch nochmal günstiger, egal für welchen und beide ihr euch entscheidet. Für unseren Test habe ich jetzt einfach meine Fußmatte wieder genommen. Moderate Verschmutzung, wie wir sehen, da sieht man jetzt nicht so viel Verschmutzung. Okay, das liegt natürlich auch am aktuell relativ guten Wetter. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hin und werden das Ganze ausprobieren. Was holen wir hier an Schmutz raus? Und besonders achtet natürlich darauf, Vergleich. Wie sind die einzelnen Geräte im direkten Vergleich? Wir beginnen im ersten Schritt mit dem Dampfdrache Weiß, also der großen Variante, der etwas teureren Variante. Und dementsprechend von der Funktion und Bedienung ist das genauso wie bei dem anderen. Hierüber wird der eingeschaltet, zweimal drücken, dreimal drücken und dann können wir auch direkt loslegen. Beginnen wir jetzt einfach nur mit der Düse hier und da sieht man, der hat schon ordentlich Power. Wenn ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen lang gehe, ja, das ist immer das Problem bei dem Abkleben hier, dass sich das natürlich direkt und ganz schnell löst. Und dann können wir natürlich jetzt auch noch hier mit so einer schönen Düse arbeiten und hier den Schmutz richtig schön rauslösen, wie ihr sehen könnt. Das geht halt optimal, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Je nachdem natürlich, was ihr reinigt, ist das aber schon sehr geil. Also sorry, aber der Kleber hält nicht mehr. Das müsst ihr euch jetzt denken. Genial, oder? So, und wenn wir jetzt hier weißes Tuch eine Stelle von nehmen und hier drüber ziehen, so, ja, und dann sieht man eindeutig, was wir jetzt hier an Schmutz rausgeholt haben und das nicht zu verachten. Das war der große. Das gleiche machen wir natürlich jetzt hier auch bei dem kleinen, beginnen genauso. Wie gesagt, der Schlauch hier ist ein bisschen kürzer, aber ich finde 2,7 Meter Länge jetzt nicht so störend kurz, dass es Probleme bereitet. Und dementsprechend legen wir direkt los, schalten den also auch 1, 2, 3 auf die höchste Stufe direkt ein. Also los geht's. Dann muss ich sagen, also ja, ich glaube, der hat wirklich ein bisschen weniger Power. Aber das ist jetzt nicht so viel. Und ich glaube, ich sehe das jetzt auch nur, das machen wir jetzt mal direkt nebeneinander hier. Ja, der hat schon der große ein bisschen mehr Dampf, auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist halt für einen privaten Bereich zu vernachlässigen, würde ich sagen. Okay, und wenn wir jetzt hier die Bürste noch drauf aufsetzen. Das schafft der genauso. Also, der ist so gut geworden, der Family, die kleine Variante hier. Da haben sie sich in der Firma beim Dampfdrachen eigene Konkurrenz gebaut. So. Okay, zack, vom Prinzip her genauso. Hier war die dreckige Stelle. Jetzt nehmen wir eine neue Stelle hier und ziehen hier mit drüber. Zack.
Und wie wird sie aussehen? Ja, guckt euch das mal an. Das war Stelle gerade, das ist die. Und dementsprechend ebenfalls auch den Schmutz wirklich perfekt rausgeholt. Also die stehen sich so in nichts nach. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, wenn du natürlich einen großen Aufbereitungsbetrieb oder sonst was hast, da lohnt sich der Große dann nochmal deutlich mehr als der Kleine im direkten Vergleich. Aber ansonsten, der steht seinem großen Bruder nicht viel nach, finde ich. Na, machen wir nochmal hier. So, links, linke Hand ist hier der Große, rechts ist der Kleine. Nochmal hintereinander, mal einmal den hier und dann der andere. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Eine Funktion, die der große Dampfdrache hat, die der kleine leider gar nicht hat, ist für Aufbereiter bestimmt sinnvoll. Eine Dampfstrahl-Wasserfunktion, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Das heißt, hiermit kann man Wasser spritzen. Beispielsweise macht man irgendwas im Außenbereich des Fahrzeugs sauber. Zum Beispiel den Lack, ein bisschen was dickeren Dreck runterspülen oder bei einer Felge oder ähnliches. Und das geht so. Ihr geht hin und schaltet erstmal hier auf die Stufe 1. Dann schaltet ihr oder drückt hier diesen Wasserknopf und den roten Knopf gleichzeitig. Dann hört man das im Hintergrund. Na, der pumpt jetzt quasi Wasser hoch. Das dauert einen Moment. Und danach müssen wir mit der anderen Hand hingehen und hier auf Stufe 3 hochschalten. Und dann achtet mal vorne auf die Spitze. Dann spritzt er nämlich wie eine Wasserpistole hier Wasser raus oder wie der Wasserschlauch. So, und da seht ihr es. Da kommt nämlich jetzt schon erst was. Und jetzt drücke ich hier 1, 2 und guckt euch das mal an. Und dann hast du halt eine super starke Funktion, sodass du mal ordentlich Schmutz oder ähnliches runterspülen kannst. Ihr habt ja gesehen, er hat mehrere Meter hier gesprüht. Wie gesagt, der Kleine hat diese Funktion nicht. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, es ist ganz klar budgetabhängig. Was habt ihr für ein Budget und welche Anwendung möchtet ihr damit machen? Sprich, wie oft und wie viel verwendet ihr so einen Dampfdrachen? Wenn ihr natürlich eine Aufbereitung habt, dann ist der Große bestimmt eine sehr gute Investition, da man damit wirklich auch sehr schnell und effizient richtig gut arbeiten kann. Wie ich in verschiedenen Videos auch gezeigt habe, beispielsweise auch den Motorraum oder ähnliches. Guckt euch das gerne nochmal an. Ansonsten, wenn ihr den mit kleineren nehmt, der ist ebenso ein sehr, sehr geiles Gerät, wie ich persönlich finde, funktioniert super, hat auch ebenfalls Leistung, alles ein bisschen kleiner Variante, ein bisschen weniger, dadurch natürlich auch vom Budget her nochmal eine ganze Ecke günstiger. Wie gesagt, mein Gutscheincode 382 ist unterhalb verlinkt, bekommt dann über den Shop nochmal günstiger und könnt ihn euch angucken. Schreibt eure Gedanken gerne dazu unten rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid, danke, bis zum nächsten und ciao. Was auch immer das gewesen ist, wir wissen es nicht, es kann vielleicht die Schnalle von der Handtasche gewesen sein oder die Schnalle, die die Handtasche getragen hat.